So, heute erstmal hallo zum Modern Koi Blog. Ich habe eine Assistentin, ist was wirklich Praktisches, kann ich jedem nur empfehlen. Sie bereitet auch übrigens die ganzen Blogs jetzt wunderbar vor, macht da schon Notizen, also erste Sahne. Heute eine Frage von Bernd, eine Frage, die auch schon, wenn ich in Japan war, sehr oft per E-Mail auf mich zugetragen wurden. Sie lautet, im Video sprühen Sie mit einer Sprühflasche in die Wanne. Was ist da drin? Man sieht in Japan sehr oft ebenfalls diese Sprühflaschen. Wozu dienen die? Weil es auch ein medizinisches Thema ist, lasse ich die Frage an Melanie weitergeben. So, also in dieser Sprühflasche ist Isopropylalkohol. Das dient zum einen, ne, um Besteck und Wannen zu desinfizieren, aber auch wenn Sie kleine Bläschen haben im Wasser und man die Fische dann nicht mehr so gut erkennen kann, ne, sprüht man ein, zweimal drüber und dann platzen die Bläschen. Also es ist in dieser Konzentration auch nicht für die Fische schädlich. Ne? Sie sollten natürlich nicht einen halben Liter da reinschütten, ne? Aber wenn Sie nur zweimal drüber sprühen, macht es das Wasser oben wieder klar und man kann die Fische einfach besser erkennen und das ist auch der Sinn und Zweck der Sache. Ne? Genau. Ja. Okay, dann darf ich Sie verabschieden. Bis zum nächsten Mal.